Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Digitaltechnik-Serie. Es geht ja immer noch um diese Realisierung des synchronen Modulo 6 Vorwärts-Rückwärtszählers mit JK Master Slave Flipflops. Beim letzten Mal haben wir eine Wertetabelle aufgestellt und heute soll es dann um dieses Thema KV-Diagramme gehen. Okay, gucken wir uns nochmal die Wertetabelle an. Wir sind beim letzten Mal dazu übergegangen und haben uns angeguckt, wie kommen wir eigentlich von einer 0 auf eine 1, beziehungsweise von einer 1 auf eine 0 und so weiter. Haben uns das exemplarisch an diesen vier Beispielen angeguckt. Und deine Aufgabe für heute war es dann, diese Tabelle weiter auszufüllen. Das heißt, die Einträge für J2, K2, J1, K1 und J0, K0 dort entsprechend einzugeben. Und am besten stoppst du jetzt unten links mal dieses Video und vergleichst deine Ergebnisse mit den Ergebnissen hier in der Tabelle. So sollten die entsprechend aussehen. Falls du das noch nicht gemacht hast, würde ich dir empfehlen, vielleicht nochmal in den letzten Artikel zu gehen und dir den Artikel nochmal anzugucken und das PDF-File nochmal auszudrucken und J2, K2, J1, K1, J0, K0 noch einmal auszufüllen, weil es eine doch eine ganz gute Übung ist, weil man sich doch relativ leicht vertun kann. Okay, wenn du das gemacht hast, dann können wir jetzt schon den nächsten Schritt machen und wir können für J2, K2, J1, K1, J0, K0 die KV-Diagramme erstellen. Ich kopiere mal so ein leeres KV-Diagramm ein. Und zwar für J2. Das heißt, wir gucken uns letztendlich diese Spalte an. Und dort haben wir dieses KV-Diagramm und müssen jetzt für die einzelnen Eingangskombinationen nun hier eintragen, auf welche Werte J2 denn gesetzt werden soll. Also beispielsweise für den Zustand V ist gleich 0, Q2 ist gleich 0, Q1 ist gleich 0 und Q0 ist gleich 0. Also V ist gleich 0, Q2 ist gleich 0, das wäre dann hier unten dieses Quadrat. Q0 ist gleich 0 und Q1 ist gleich 0, also ist genau dieses Feld. Und in dieses Feld müssen wir eine 1 eintragen. Okay, machen wir das mal. Haben wir da eine 1. Gucken wir uns die nächste Zeile an. V ist gleich 0, alles ist gleich 0, bis auf Q0 ist gleich 1. Also Q0 ist 1, der Rest ist 0. Das ist genau dieses Feld. Dort tragen wir eine 0 ein. Dann gucken wir uns die nächste Zeile an. Dort ist nur Q1 gleich 1. Also sind wir in diesem Feld. Dort müssen wir eine 0 eintragen. Machen wir das auch. Und in dem vierten Fall, dort ist Q1 gleich 1 und Q0 gleich 0. Die anderen beiden sind gleich 0. Q0 gleich 1 und die anderen beiden sind gleich 0 und dann müssen wir hier eine 0 eintragen. Das heißt, dort tragen wir eine 0 ein und dann haben wir quasi schon vier Felder ausgefüllt. Das Ganze machen wir hier auch mit den nächsten Feldern. Das heißt, hier ist Q2 gleich 1, ansonsten ist alles gleich 0. Das ist dieses Feld, nein, das ist dieses Feld hier oben. Dort müssen wir ein x eintragen. Tragen wir ein x da ein. Und wir sehen, die nächsten vier sind alle gleich x. Das sind genau diese vier Felder. Das heißt, ich kann hier schon mal für x da eintragen. Dann haben wir den Fall, dass v gleich 1 ist und Q0 ist gleich 0. Das sind diese vier Felder hier unten. V gleich 1. Und Q2 ist gleich 0, das sind also die vier Felder. Und da schauen wir uns mal das erste Feld an. Das ist, wenn beide, also Q1 und Q0 gleich 0 sind, das ist genau da, dort der Fall. Und dort müssen wir eine 0 eintragen. Tragen wir dort eine 0 ein. Und das kann man für die nächsten Felder dann auch machen. Da müssen wir eine 0 eintragen, da eine 0 und da eine 1. Und die letzten Felder sind wieder 4 mal die x. Das heißt, hier habe ich 1, 2, 3, 4 mal das x. Und dann habe ich schon das KV-Diagramm für J2 ausgefüllt.
So, und das Ganze als Hausaufgabe fürs nächste Mal, auch für K2, für J1, K1, J0 und K0, sodass wir dann anschließend 1, 2, 3, 4, 5, 6 KV-Diagramme haben, die wir dann anschließend vereinfachen können. Also unter dem Video findest du wieder 6 leere KV-Diagramme und ich kopiere auch nochmal diese Tabelle dazu, damit du nochmal überprüfen kannst, ob du auch dann die richtige Tabelle vorliegen hast.